wie wir ja den auch mit einer qualitativ guten Linkshänderin arbeiten, ist dieser Vorsprung, den du da hast, enorm. Und da ist die Lücke. Michael Schulte geht konsequent durch. Da hat man dann eben halt gesehen, dass die Abwehr nicht richtig rübergearbeitet hat, nicht mit dem Ball mitgegangen ist und eben halt sich dort die Lücke aufgetan hat. Selbst wenn dann eben halt dort die Außenspielerin zu Maike rausgegangen wäre, dann wäre da auch wieder der Fall gewesen, dass die Außenangriffsspielerin mit Jenny frei gewesen wäre. Und der Konter der Schwerinerin läuft, Jennifer Kriegsmann, das war ein klasse Ball. Ja, hat sie gut gemacht. Sie hat erst die Mitspielerin gesucht, weil sie gesehen hat, dass sie vor ihr zwei Gegenspielerinnen auftun. Mitspielerin war nicht da, dann hat sie eben halt ein Herz gefasst und das sind auch die Erfahrungen, die sie eben halt auch im Frauenbereich gelernt hat schon, sich da dann eben halt durchzusetzen. Wenn man jetzt eben halt schon nach 12 Minuten auf dem Spielstand schaut, 9-2, da sieht man dann doch schon eine leichte Dominanz. Ja, zumal Wismar wenig einfällt. Jetzt mal den 7 Meter. Ausgeholt durch Laura Blum. Das erste Tor, sagtest du selber, nicht wirklich rausgespielt, dann ein gut ausgespieltes Tor für Wismar. Aber auch mit der Hilfe der Abwehr, wo dann eben halt, finde ich, gearbeitet wurde. Jetzt aber das Tor per 7 Meter von Laura Uhlmann. Man sieht aber auch ein Spiel, was man bei Grün-Weiß generell sieht, direkt nach dem Gegentor, die schnelle Mitte. Ja, sieht man ja auch im ersten Frauenbereich, im zweiten in der B-Jugend, auch C-Jugend. Das ist eben halt das schnelle, einfache Spiel, sage ich ja, habe ich in anderen Spielen immer wieder gesagt, schnelle, einfache Tore zu erzielen, weil die Abwehr sich noch nicht geordnet hat. Da tun sich am meisten Lücken auf und das, denke ich, setzt Fred hier mit der Mannschaft auch gut um. Er hat viele kleine, schnelle Spielerinnen, mit Maike eben halt auch eine Ausnahme, die eben halt groß gewachsen ist, die aber trotzdem schnell laufen kann. Also sind schon gut dabei. Ja, technischer Fehler jetzt, nachdem Kriegsmann vorher gescheitert war von außen. Das war natürlich ein schlechter Pass. Ja, da vielleicht in dem Teil auch mal, da will man dann zu schnell spielen, aber vielleicht eben halt die Passstation neben sich mitnehmen und dann in zweite Welle laufen. Das war ein schönes Kreisanspiel. Der TSG Wismar. Auf Elisa Michler zum 9-4. Ist zu ruhig auch eine Abwehr gewesen oder allgemein. Das Spiel von Wismar, jetzt waren sie mal ein bisschen mit Tempo dabei. Das dümpelt aber trotzdem so vor sich hin, das schläft auch eine Abwehr ein. Und nehmt halt nur jeden dritten, vierten Angriff eben halt mit dem Tempo spielen. Das vernachlässigt dann eben halt auch die Kommunikation hinten. Ja, jetzt den Vorteil, das was sie sagen, der Rückraumwurf von Maike Schult, ihr vierter Treffer. Ja, gut gearbeitet. Schön zum Tor gegangen, hochgesprungen, vernünftig ausgesprungen, nicht nur in die Tiefe gesprungen, sondern eben halt auch hoch. Und dann ist es auch einfach für so ein großes Mädchen da zu treffen. 10-4, jetzt mal der Gedanke ans Kreisanspiel, ob wir gut gemacht und holen erneut den 7 Meter. Ja, auch da wieder. Nicht geredet, nicht gesprochen miteinander. Torwartwechsel jetzt bei Grün-Weiß, Anna Harm kommt für Sina Güdokeit. Und sie hält ihn. Ja. Das funktioniert bei Granel B-Jung, da haben wir es auch beim letzten Spiel beobachtet, ziemlich gut, dass du den 7-Meter-Kill nach dem Torwartwechsel. Ist ja häufig so, die Torhüter sind heiß, konnten den ersten Wurf auch beobachten, können sich ein bisschen darauf einstellen. Meistens ist es ja so, dass der Gegenspieler das Wurfbild auch wechselt. Erst war es links vom Schützen aus, jetzt hat sie ihm halt rechts und das hat die Anne so halt mitgeahnt. Jetzt aber schön gespielt, Laura Blum mit dem zweiten Treffer. Vorher der Schrittfehler auf Schweriner Seite und dann das schnell gespielt von der TSG zum 10-5. Aber Maike Schult, heute nicht zu halten. Ihr fünfter Treffer bereits. Ne, Körpertäuschung hat die Lücke, geht sie und nutzt sie konsequent aus. Ja, sehr variabel, dann nimmt halt auch, wie gesagt, auf da dann nimmt für einen Gegenspieler sehr schwer ausrechenbar. Was macht sie nun? Arbeitet sie ihm halt heraus, dann ist die Möglichkeit des 1-1 da. Bleibt sie hinten stehen, dann geht Maike halt hoch. Ich,
Inwiefern bist du als erwachsener Trainer jetzt in den Jugendmannschaften unterwegs, um dir schon deine Spielerin für die Zukunft anzusehen? Also die B-Jugend ist mir schon sehr nah, weil wir auch häufig... Jetzt geht's. Jennifer Kriegsmann, 2 Minuten wegen absichtlichen Fuß. Das war, hat sie sofort gesehen, sofort ein Gesicht verzogen. Aktive Bewegung zum Ball. Nein, also die B-Jugend ist schon sehr nah, weil wir häufig zusammen trainieren. Da sehe ich die Spielerin, natürlich beobachte ich die Spielerin auch in ihren Spielen, um eben halt auch zu sehen, wen kann ich eben halt mitziehen, mit hochziehen. Und Anna Rahn, sicher der Konter verwandelt. Ja. Außerdem haben ja letztes Jahr in der A-Jugend Regionalliga fast alle Spielerinnen der B-Jugend haben ja fast alle schon bei mir gespielt. Es gibt ein, zwei Ausnahmen des B-Jugend-Kaders, die da nicht gespielt haben, weil sie vielleicht noch C-Jugendliche waren oder eben halt das sich so nicht ergeben hat. Aber ich sag mal, von den Leuten, die da sitzen, Jenny, Lisa Marie und so, Aline, die haben alle schon bei mir gespielt. Sina, das ist natürlich schon eine Bank. Und wir haben auch, wie gesagt, da gute Arbeit nach. Ja, das war eben, kommen wir noch lang, gut verteidigt. Da haben sie da gleich zu zweit da gestanden und den Pass abgefangen an den Kreis. Das ist dann gute Arbeit gegen den Kreis, würde ich das nennen. Und da kommen wir wieder eben halt zu dem Punkt, was du ja auch immer häufig ansprichst. Wie ist das, wenn man in der Überzahl oder Unterzahl arbeitet, ob es Vor- oder Nachteil? Und es ist eben halt jetzt einfach ein Vorteil, weil du musst wacher sein für die Abwehr, weil du mehr arbeiten musst. Und da sieht man, dass es eben halt kein Nachteil sein muss, wenn man in Unterzahl spielt. Zumal die in Überzahl spielende Mannschaft natürlich auch unter Druck steht, weil sie muss ja jetzt was machen. Sie ist in der Pflicht. Du kannst nur agieren. Wo man dann sagt, du hast nichts zu verlieren. Das ist wohl wahr. Jetzt aber ein schönes 1 jetzt gegen 1. Jetzt hat man aber auch eben halt gesehen, wenn man eben halt nur fest hinten auf dem Haken steht und sich nicht nach vorne arbeitet, dann sieht man eben halt, dass es auch leicht denn ist, in der Überzahl die Situation auszunutzen. Schwerin füllt wieder auf, Jennifer Kriegsmann darf wieder aufs Feld und indessen macht ihre Mannschaftskollegin Ines Jeske ihren zweiten Treffer zum 13:6. Jetzt, wir haben das schon öfter angesprochen, dieses Problem des Trainermangels, gerade im Jugendbereich. Jetzt kommt Saskia Harder in die Partie für Marie Nafroth. Und Kitty Krille kommt auch für Maike Schuld. Ja, richtig. Wir hatten das, nochmal darauf zurückzukommen, auf die Trainersituation. Wie rekrutiert man Trainer in dem Jugendbereich im Handball? Wenn Christine Vogt hier ihren dritten Treffer macht. Ja, es sind unterschiedliche Sachen. Es gibt eben Teil Trainer, die ab und an mal frei sind. All-Outside jetzt von der TSG Wismar, die machen vorher, gehen da gleich nochmal drauf ein. Ja. Ja, also wie gesagt, entweder hat man Glück, dass ein Elternteil sich dafür begeistern kann, was dann auch tatsächlich irgendwo den Handball-Sachverstand mitbringt. Das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man im Leistungszentrum mitarbeitet. Man kann dann eben halt nicht nur Eltern, die es gut meinen, mit da einsetzen, sondern eben halt, man muss auch schon gewisse Leistungen mitbringen und sollte auch zeitnah dann den Trainerschein mitmachen. Das ist bei uns so, dass das fast alle Trainer den Trainerschein auch haben. Dann gibt es Trainer, die frei auf dem Markt sind, die im Jugendbereich, im Erwachsenenbereich auch mal trainiert haben, was sicherlich weniger der Fall ist, weil du sagst es ja, es sind wenig Leute, die das machen. Manche Trainer trainieren noch 2-3 Mannschaften. Es gibt Vereinssportlehrer, also es gibt verschiedene Mittel und Wege, da eben halt Leute für zu gewinnen, zu begeistern. Andere haben es eben halt mit als Beruf. Es gibt eben halt die Sachen, die damit so mit bei sind. Wie ist das, wenn jetzt gerade ältere Spieler aus der Frauen, aber auch aus dem Männerbereich ausscheiden, wenn die Karriere dann langsam zu Ende geht. Könnte man die für so ein Traineramt begeistern? Ja, natürlich. Es ist ja naheliegend, Leute, die da eben halt mehr mit dem Handball schon zu tun haben, dafür zu gewinnen. Aber nicht jeder gute Spieler ist auch gleich ein guter Trainer. Also man muss eben halt auch gewisse persönliche Fähigkeiten dafür mitbringen. Man ist verantwortlich gerade im Jugendbereich für die Entwicklung
der jungen Menschen. Das prägt die eigentlich ein Leben lang mit weg, weil ich kenne es ja auch von mir, wenn ich früher im Fußball im Jugendbereich gespielt habe, ich erzähle immer noch heute von meinem Trainer. Also das erzählen die in 10, 20 Jahren immer noch. Ja, das kann ich so wiedergeben. Ich kann mich noch ganz genau an meinen ersten Trainer erinnern, dessen Lieblingssatz immer war, gucke mal, was ihr da spielt. Ich glaube, der prägende Satz von meinem Fußballtrainer Frank Hirsch war immer, das ist so unnötig wie ein Kropf. Ja, und so nimmt jeder seine Erfahrungen mit und so natürlich auch die Handballerinnen. Wie in diesem Fall. Und diesmal scheitert Christine Vogt. Also wenn man sich das auch genau anschaut, viele Mädels sind eben halt schon ab dem Pampers-Bereich hier, gehen jede Altersklasse mit dadurch. Also wenn die das nicht prägt, dann weiß ich auch nicht, was man da noch machen soll. Also ich denke schon, dass wir eine hohe Verantwortung auch dafür haben. Ja, fühlt man sich da als Verein, wo man ja eine große Verantwortung hat, auch so ein bisschen im Stich gelassen, weil es eben so schwierig ist, so einen Verein am Laufen zu halten? Nein, also es gibt ja genügend Leute, die sich da, auf Deutsch gesagt, den Arm mit aufreißen, die was dafür tun. Man muss natürlich hinterfragen, ob die Stadt oder die Politik eben halt dann noch mehr mit sich einbringen kann. Aber auch da ist es momentan so, dass man da versucht zusammenzuarbeiten. Und ich sag mal, wo kein Geld ist, kann man auch nicht mehr für den Sport locker machen. Ja, es ist soweit richtig. Man hat es halt, man hört es halt gerade von älteren Leuten, dass das, während Jennifer Kriegsmann hier am Pfosten scheitert, in der DDR doch mehr auf Sport ausgerichtet war, mehr für den Sport getan wurde. Das hat mein Trainer damals schon gesagt, dass die Spieler früher fit aus der Schule kamen und heute man erstmal mit den Konditionstraining machen muss. Ja, auch da kommt es ja auf die verschiedensten Voraussetzungen an. Wir haben einen Großteil der Spielerinnen am Sportgymnasium, die sind fit. Die trainieren unter Profibedingungen, die trainieren vormittags in der Schule, nachmittags im Verein, also die sind schon fit. Natürlich ist es dann, wenn man dann an Vereine, die eben halt vom Dorf kommen, ohne denen jetzt nahe zu treten, da sind die Voraussetzungen natürlich anders. Die müssen meistens weite Wege zurücklegen, um zur Schule zu kommen. Und dann können die eben halt nicht in der Intensität trainieren, wie wir das machen. Die Mannschaften hier trainieren ja alle 3 bis 4 Mal sogar. Und in einem anderen Verein ist es 1 bis 2 Mal möglich. Also da muss man eben halt schauen, wie sind da die Voraussetzungen. Und jetzt das Tor von Jessica Gries nach dem Lattenkracher von Josephine König auf Wismarer Seite und zwischendurch noch der Schrittfehler von Anna Rahn. Und da auch eine kleine Konfusion am... Okay, kleine Konfusion am Kampfnehmertisch ist geklärt.